ich sammle gebrauchte High-Heels von Frauen. Zurück, zurück, zurück. Noch zurück. Noch zurück und ich sehe nichts Blinklicht. Nein, das Blinklicht muss man sehen, das war die Abmachung. Die hält mein Blinklicht. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, zu Manas Mind, die zweite. Und zwar, wir haben euch Fragen stellen lassen auf Instagram und auf Instagram. Und ist das besser? Also wir haben reichlich Fragen von euch bekommen und die beantworten wir jetzt. Aber Moment, wir haben eine Ankündigung innerhalb dieses Videos. Aha. Befindet sich aber am Ende, damit ihr auch schön dran bleibt. Spitze. Und bis dahin wünschen wir euch jetzt erstmal viel Spaß mit den Fragen, die wir jetzt beantworten. Los geht's, würde ich sagen. Erste Frage, wie groß seid ihr beide? Ich bin 1,95 und Antje ist 1,30. Also das erste hätte ich mir zumindest gewünscht, 1,95. Nein, Mann. Ich bin 1,70 und Nadja ist 1,60. 1,63, ja, wir sind beide Hobbit-mäßig relativ klein. Aber dafür ist unser Herz und unsere Liebe so groß. Also meinst zumindest. Meinst nicht. Nächste Frage. Wie oft macht ihr die Woche Sport? Unterschiedlich. Unterschiedlich. Wie oft machen wir Sport? 3 bis 4 Mal, so im Schnitt, aber lässt sich pauschal nicht sagen. Es können 1-2 Mal weniger sein, kann aber auch 1-mal mehr sein. Also zwischen 3 und 4, 5 Mal maximal. Ja. Also das variiert von Woche zu Woche, von Kraft zu Kraft, wie anstrengend die Tage waren. Es gibt auch Wochen, wo wir gar nichts machen. Ja, und dann gibt es wieder Wochen. Gerade zur Corona-Zeit. Ja, und dann gibt es wieder Wochen, da machen wir 6-mal die Woche was und dann machen wir die Woche drauf halt nur 2-mal was. Also das nächste Frage. Hast du für das Examen nur die Hämmerfälle gelernt? Ich denke, ich kann mich nicht erinnern, was anderes gemacht zu haben. Also ich hatte so ein Examensrepetitoriumsbuch, was nicht von Hämmer war, habe ich aber nicht einmal reingeguckt. Von daher, die meisten Fälle waren tatsächlich von Hämmer. Ja, also ich habe 1-2 Mal in Uni-Klausuren reingeguckt, aber ich habe sie nie wirklich jetzt zu Ende gemacht, sodass ich sagen würde, das Hauptsächliche waren wirklich die Hämmerfälle. Ich meine, die decken ja auch alles ab. Ja. Das ist ja gerade deren Ziel. Und wann hast du mit dem Klausurenschreiben angefangen? Wir haben, um ehrlich zu sein, relativ spät angefangen. Ja, also ihr müsst halt denken, wir sind im März ins Rep gegangen, beide gemeinsam. Und da wir beide noch Scheine gemacht haben, haben wir uns erstmal auf die konzentriert und dann passt es nicht mit Vorbereiten, Nachbereiten, Scheine vorbereiten und noch Klausuren schreiben. Das wäre zu viel gewesen. Das heißt, wir haben die Klausuren hinten angestellt. Und ich weiß noch, dass ich dann im November, Dezember angefangen habe, Klausuren wirklich zu schreiben, weil ich über Weihnachten nach Hause gefahren bin mit meinen ersten 5-Punkten-Klausuren und mir gedacht habe, über Weihnachten mache ich so viel, dass die nächste Klausur 8 wird. Und ich habe über Weihnachten gar nichts gemacht. Also ich habe so nach einem halben Jahr Rap damit angefangen. Ja, aber gut. Ich finde es auch nicht, man muss nicht sofort anfangen, weil man muss da auch erstmal reinkommen, finde ich. Das Rap, man nimmt sich ja Zeit für die Examensvorbereitung. Das heißt, man muss nicht sofort mit den Klausuren anfangen, sondern sollte erstmal da reinkommen, dieses Vorbereiten, Nachbereiten, weil das ist auch ein wichtiger Step. Und dann in die Klausurvorbereitung, indem man jede Woche eine schreibt. Weil sonst konzentriert man sich nur auf die Klausuren und kann die Lücken, die man hat, nicht unbedingt schließen. Ja, also ich hab genau das Gleiche gemacht. Wir haben ja ein halbes Jahr später angefangen mit den Klausuren. Und es ist auch eine Hemmschwelle. Ja, Für mich war es eine Hemmschwelle. Es war dahingehend eine Hemmschwelle zu sagen, okay, ich schreibe jetzt 5 Stunden Klausuren. Und da kam ja, und wenn du in die Examenvorbereitung gehst, bedeutet das, du fängst irgendwo in einem sehr begrenzten Level an. Also so ging es mir zumindest. Ja, du hast schon mal alles gehört, ja klar, alles, aber nicht in einer Klausur und nicht geballt. Ja. Und du musst dann nicht alles auf einmal abrufen können. So, und dahingehend war das schon eine Hemmschwelle und deswegen haben wir uns da ein bisschen länger Zeit gelassen, haben gesagt, aber ab diesem Zeitpunkt müssen wir jetzt loslegen mit den Klausuren, weil sonst wird es knapp. Und tatsächlich haben wir dann losgelegt und dann Step by Step, eine nach der anderen. Und dann bist du so in einer Routine drin, zack, sagst du, alles klar, heute ist Klausurentag, 5 Stunden gesperrt oder den ganzen Tag gesperrt, fertig. Ja, also man
Nächste Frage. Was haltet ihr vom Abschichten? Ist das bei euch überhaupt möglich? In Bayern ist das nicht möglich. Schön wär's. Und tatsächlich muss ich sagen, ich finde das einen ziemlich unfairen Vorteil. Das ist massiv unfair. Und ich finde es unfair, dass es trotz alledem klar innerhalb Deutschland zählt das Examen halt nun mal gleich. Klar wissen manche dort und dort ist es schwieriger, aber egal, wo du dich damit bewirbst, ein Staatsexamen bleibt ein Staatsexamen. Note ist Note. Ob in NRW das Abschichten 9 Punkte, ob du mit dem Abschichten in NRW 9 Punkte gekriegt hast oder in Bayern 9 Punkte. Offiziell? Ja, offiziell zumindest. Klar, inoffiziell ist es immer was anderes und deswegen finde ich es brutal unfair, weil erstens ist es wahnsinnig anstrengend, 6 Klausuren hintereinander zu schreiben. Und zweitens... ist es die Stoffmenge. Tut mir leid, wenn ich abschichte, kann ich sagen... Erst den einen Teil... Erst den einen Teil, leck mich am Arsch, ich mache nur Zivilrecht. Ja. Nur Zivilrecht. 3 Klausuren hintereinander. Und dann lasse ich mir, keine Ahnung, wie viel Zeit... Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit. Ich weiß auch nicht. Ein paar Monate dazwischen. Und dann mache ich innerhalb dieser paar Monate nur Örecht oder nur Strafrecht. Strafrecht ist nur eine Klausur. Ja, es ist halt, ich glaube nicht, dass die Klausuren unbedingt leichter sind, darüber lässt sich streiten, aber es ist halt unfair, dass man diese Stoffmenge nicht innerhalb von dieser begrenzten Zeit, dass die alle abrufen müssen. Und das ist halt schon irgendwo so... Unfair, weil du eine Kraft, du hast vor allem eine Kraftverteilung, die du bei einem bayerischen Examen anders aufbringen musst. Ja? Wir müssen von Mittwoch bis Mittwoch, schreiben wir meistens. Oder von Dienstag bis Dienstag. Oder meistens, ist auch also zumindest war es bei mir Dienstag bis Dienstag, deswegen 4 und 2. Und ich muss schon sagen, dass es brutal anstrengend war. Ja, eben. Du hast ja dazwischen wirklich Step by Step jeden Tag eine neue Klausur. Und das kostet an sich sehr viel Kraft. Ja? Und wenn du nur sagst, okay, ich schichte ab, finde ich es stark unfair. Ja. Finde ich extrem unfair, dass es... ich meine, dass das Studium anders läuft, lassen mir alles gefallen. Aber dass man das aufsplittet, das ist das, was nicht in Ordnung ist. Ja, das ist schon... Ja, dann müsste das deutschlandweit einheitlich sein und sagen, alle dürfen abschichten oder keiner. Nächste Frage. Next one. Du bist im Ref, Manu lernt man auf das erste Examen, wirkt sich das negativ auf eure Beziehung aus? Das klingt nach einem neuen Zuschauer oder Zuschauerin, weil wir dazu schon ein Video gemacht haben, das wir euch gerne oben verlinken. Ja, richtig? Ja, aber kurzerhand können wir sagen, es war für uns natürlich eine Umgewöhnung, dass wir nicht mehr gemeinsam gelernt haben, sondern sich das aufgesplittet hat. Aber im Endeffekt, jeder geht seinen eigenen Weg jetzt, was in einer Beziehung auch mal wichtig ist, dass jeder sein eigenes Ding macht. Von daher tut uns das eigentlich mehr gut als schlecht. Es war aber sehr ungewohnt am Anfang. Wahnsinnig ungewohnt, vor allem für mich. Für dich kam es ein bisschen später. Für dich kam es das jetzt richtig. Ja, für mich kam es halt im April, als es dann bei mir losging. Und für mich war das cool, dahingehend erstmal auf die Schnauze zu fliegen, weil in Klausuren habe ich Nadja gefragt, Nadja, wie bauen wir das auf? Nadja, warum sagst du auf die Schnauze fliegen? Es ist dahingehend ein auf die Schnauze fliegen. Nadja hat jetzt keine Zeit oder hat kein Interesse oder ist mit ihrem Zeug beschäftigt. Und dann gibt es keinen Nadja, wie bauen wir das auf? Ja? Und deswegen ist es so ein kleiner auf die Schnauze fliegen. Ja, du bist dann alleine da. Also, ich habe die Klausur noch vorher alleine geschrieben, nur vorher haben wir uns noch kurz besprochen. Wie würdest du es machen? Ja, allein die Frage schon, gucken wir uns an, sagen, ja, der und der Anspruch, alles klar, so hätte ich es auch gemacht. Und manchmal geht deine Denkweise total fehl und ich hätte es halt anders gemacht in manchen Situationen. Und jetzt, wenn ich es anders mache, dann fliegst du nun mal auf die Schnauze. Ja, ich habe halt dann, also wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht und daraufhin hat halt Manu oftmals meine Lösung genommen. Und hat dadurch Fehler vermieden, die er eigentlich gemacht hätte. Genau. Und man ist auch selbstbewusster, finde ich. Also ich gehe viel selbstbewusster in Klausuren ran, weil ich weiß, ey... Seitdem du sie alleine löst, definitiv. Ja. Also was soll das? Also ich habe das vorher schon immer halt mein Ding durchgezogen. Genau. Ich habe mich da ein bisschen auf die Nadja gestützt und deswegen sage ich ein bisschen auf die Schnauze fallen. Aber wir haben beide davon profitiert. Wir sind beide davon... einfach nur stärker geworden, weil jeder für sich und jeder für sich selbstständiger geworden ist, ganz einfach. Mhm. Nächste Frage. Tipps gegen das Prokrastinieren, vor allem wenn man schon in einer solchen Phase ist. Ja.
Hast du mal Video, vorletztes Video geguckt? Ja, ein Video zuvor haben wir genau das angesprochen. Das verlinken wir euch auch, könnt ihr euch auch gerne angucken. Aber gestern... Ja, wir haben gestern nämlich ein interessantes Gespräch genau zu diesem Thema geführt. Und, mit einer Freundin von uns. Die Quintessenz war, dass das Prokrastinieren ja meistens daher rührt. Also man hat meistens eine falsche, zieht einen falschen Zug aus dem Prokrastinieren. Die meisten Leute sagen, ich bin faul. Nein, seid ihr nicht. Und das ist genau das Problem auch immer. Ihr habt eine Vorstellung und die könnt ihr nicht erreichen. Es resultiert meistens auf fehlgeleiteten Perfektionismus. Und Prokrastinieren endet in dem Moment, wo ihr einfach anfangt und euch von eurer Vorstellung loslöst. Ja, wobei das nicht sehr leicht ist. Ja, natürlich, von der Vorstellung sich loszulösen ist natürlich nie leicht. Aber einfach mal anfangen und eure Vorstellung verändert sich. Und das ist das, was wir auch im letzten Video gesagt haben. Fangt einfach an. Es in muss dem Moment, nicht perfekt sein. In dem Moment, wo du darüber nachdenkst, was kann ich dagegen tun? Das ist schon ein Gedanke verschwendet. Fang einfach an. Ja. Einfach Handy weg, Musik aus, alles aus dem Raum raus, wo du irgendwas machen musst und leg los. Und wenn es dann nur 2 Stunden sind, hey, dann hast du 2 Stunden was gemacht. Auch wenn es nur eine ist. Anfangen und nicht darüber nachdenken. Du musst es nicht perfekt machen. Das solltest du dir immer vor Augen führen. Fang einfach an und was rauskommt, kommt raus, kommt raus. Kannst du meine Zähne in Ruhe lassen? Na, Fußfetischist. Ich sammle gebrauchte High Heels von Frauen. Weird. Nächste Frage. Was arbeitet Manu noch neben dem Studium? Ja, abgesehen vom Schuhsammeln. Jetzt! Ich bin als studentische Hilfskraft bei einem Autohaus zuständig. Zuständig? Ja, ich bin zuständig fürs Autohaus. Alles klar. Also irgendwas mit Autos und studentische Hilfskraft reicht. Genau. Letzte Frage für heute. Wie alt dürfen bzw. sollen Lehr- und Fallbücher fürs erste Examen sein? Das ist eine sehr gute Frage, haben wir uns gleich schon auseinandergesetzt, als wir die gehört haben oder gelesen haben. Ja, ich finde, es ist eine schwierige Frage, sie pauschal zu beantworten, weil fürs zweite Examen würde ich sagen, nicht alt. Okay, aber ich glaube, die ist gerichtet. Ja, steht ja drin fürs erste und da ist es wahnsinnig schwierig, pauschal was zu sagen. Vor allem sage ich ganz klar, du musst nicht die aktuellste haben. Es sei denn, es hat sich was geändert. Es hat sich so krass was verändert. Und Schuldrecht BT nach 2018, vor 2018 würde ich auf keinen Fall kaufen oder verwenden. Weil da hat sich das Werkvertragsrecht dann nochmal geändert. Und es ist wahnsinnig schwer zu pauschal zu sagen. Aber ich würde sagen, immer so 1 bis 2 Auflagen zurück ist in Ordnung, wenn sich nichts geändert hat. Und wenn die Auflagen nicht alle 10 Jahre rauskommen. Ja, genau. Wenn die Auflagen alle 10 Jahre rauskommen, ja, dann würde ich mir überlegen und zu sagen, okay, nee, ich bleib bei der aktuellsten. Also es ist wirklich wahnsinnig schwierig. Es kommt auch immer darauf an, welcher Verlag, weil die bringen das in unterschiedlichen Abständen heraus, die Verlage. Deswegen, es muss nicht immer die neueste sein, beziehungsweise eigentlich muss es gar nicht die neueste sein, außer es hat sich was geändert. Ja, so ist es. Also Wie zum Beispiel... STPO. STPO, jetzt eine alte Auflage zu benutzen, hirnrissig. Ja. Was ich dir auf gar keinen Fall empfehlen würde, ist, was zu benutzen, was vor 2004. Ja, okay. Ich glaube, sowas gibt es gar nicht mehr. Weder zum Ausleihen noch zum Kaufen. Nein, glaube ich nicht. Aber Alter, das war ich 9. Ja, na und? Also, okay, wenn du mit dem alten Schuldrecht noch lernst, dann... Bevor Manu jetzt irgendwelche noch komischeren Tipps gibt, hören wir auf an dieser Stelle und kommen zu unserer Ankündigung. Richtig. Und Trommelwirbel. Unsere Ankündigung. Okay, reicht wieder. Wir haben uns Folgendes überlegt. Als kleines Pilotprojekt kommt jetzt unter der Woche ein Blog. Ein Weekly Vlog. Nee, kein Weekly Vlog, ein paar Tage Vlog. Weil Weekly Vlog werden dann ungefähr so Stunden. Also wir machen ein paar Tage Vlog, der Weekly online kommt. Aber Weekly könnten wir auch einfach Deutsch benutzen und sagen wöchentlich. Das haben sich nämlich einige von euch gewünscht. Genau, wir hoffen natürlich, ihr freut euch darüber und dass ihr da unter der Woche fleißig einschaltet und uns begleitet während dem Lernen, Kochen, Sport machen, whatever. Da gibt's
genug Varianten. Und auch genug Projekte. Also freut euch schon mal drauf. Jetzt guckt ihr dieses Video am Sonntag und unter der Woche kommt ein neuer Vlog online. Wir wollen uns aber nicht festlegen, welcher Tag. Entweder es wird Mittwoch, Donnerstagabend meistens. Aber das wird sich noch herausfinden. Genau. Deswegen sagt ihr doch mal Bescheid, wann es euch unter der Woche am besten passen würde, so ein Video von uns zu gucken. Ja, wir würden uns auf jeden Fall wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr da Feedback hinterlasst und uns da unterstützt bei dem neuen Projekt. Und jetzt habe ich keine Lust mehr zu reden. Lasst ein Abo da, abonniert unseren Kanal. Schaut auf Instagram vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Beziehungsweise bis zum Vlog. Da wir zwei und ihr wahrscheinlich auch das Geräusch mögt, das wir machen, wenn wir unsere Schnauze halten, sehen wir uns bis nächstes Mal. Alles klar, ciao, servus und goodbye. So ist es.